aufgebaut und starten dann gleich. Guten Morgen aus Witzenhausen. So, 9.30 Uhr, wir starten. Wieder ein herrlich sonniger Tag, 30 Grad sollen uns heute erwarten und wir erreichen den Zusammenfluss von Werra und Fulda und folgen dann der Fulda stromaufwärts. Carsten erinnerte mich gerade, wir sind in der kleinsten Universitätsstadt Deutschlands, in Witzenhausen. Schwert. Die Werra neben uns. Hinter den Bäumen. Morgen, 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 morgen. Da noch jemand, da noch. Freilandeier gibt's da. Blickershausen. Anstieg hier im Ort. Alpen-Ostsee. Oberrode, Stadtkreis Hannover-Schmünden schon. Schöne kleine Städtchen hier überall. Altes Landgasthaus.
Autobahn und Eisenbahn. Jetzt hier durch einen düsteren Wald. Oh. Hexenwald. Einmal hoch. Werra. Mal gleich da in Hanmünden. Oh, Hanmünden erreicht. Ging ja fix jetzt. Nicht mal eine Stunde. Und dann sind wir auch schon fast da. Schloss. Und die alte Brücke. Und damit erreichen wir den Zusammenfluss Werra und Fulda. So, Hanmünden, Zusammenfluss von Werra, Fulda erreicht. Hier fließt dann die Fulda hoch zu, der wir folgen werden. Ja, es ist jetzt 10 vor 11. Sind wir gut in der Zeit. Die Weserstein. Die Hängebrücke ist leider gesperrt. Richtung Kassel geht's jetzt. Die Fulda. Folgen wir der Fulda ab jetzt. Die Werra somit komplett abgerissen.
Und nun geht's weiter, den nächsten Flussradweg. Immer schön durch den Garten. Kassel 25. Ja, jetzt sitzen wir an der Bundesstraße entlang. Oh, abgeteilt schön, der Radweg. So, das ist der Fulda Radweg. Sorry. Hier bin ich. Ja, haben wir den Oma drauf. Sie werden jetzt bei YouTube ganz groß rauskommen. So. Und hier unten haben wir dann die Fulda. Etwas trübe das Wasser. Aber naja. Und auf dieser Bank hier werden wir jetzt erstmal ein Päuschen machen. Haben wir uns verdient. Radweg bisher. Wunderbar ausgebaut. Und immer schön am Wasser. Showprogramm mit Hunden und er holt das Ding da raus. Das ist zu warm. So, sind wir jetzt kurz vor Kassel, so 7 Kilometer. Da war fast schon die Hälfte weg hier heute. Das läuft.
immer schön am Fluss. Wir erreichen Kassel. Geradezu der Herkules. Sehr schlecht zu erkennen wahrscheinlich. Da ist er, ja, auf dem Rad. Herkules. Grünkohl wird hier angebaut. Industriegebiet hier. Das grüne Kassel. So, hier in Kassel jetzt. Erstmal Mittagsbrötchen im Inder. 14 Uhr. Es geht weiter. Nach Mittagspause. Carsten hatte irgendwas Hühnchenmäßiges, Indisches. Ich Bratkartoffeln mit Spiegelei. Und jetzt brennt der Planet. Um die 30 Grad. Kassel. Ach, hier ist das Hiroshima-Ufer, ja. Großer Anker, oder was das sein soll? Eine Spitzhacke. Schwimmbad links, sieht man den Turm. Auf eine Insel. Jetzt mache ich mal die Fulda, einen Arm davon. Da fehlte eine Brücke. Müssen wir jetzt hier irgendwie umfahren, die an sich ist. Ja, hier breite Radwege, Wahnsinn. Entdeckerrunde Kassel. Da der Autobahn jetzt durch. Und dann verlassen wir die Stadt auch schon. Fast bald.
Ja, das war Kassel, kurz und knapp. So, wir in der Fulda-Brücke, da hinten die Autobahn. Wir fahren hier rüber. In der größten Mittagshitze geht es jetzt berghoch hier. Boah. Dannhausen, Dittershausen, Dennhausen. Da oben sind wir gerade rüber und hier wird ein Boot zu Wasser gelassen. Drüben war gerade Hundeterror. Jo, wir waren gerade noch mal in einem Biergarten bei der größten Mittagshitze jetzt. Was Erfrischendes getrunken. Und nochmal über die Fulda. Immer hin und her. In Guntershausen und ganz viele Gänse. Und wieder über die Fulda. Hin und her. Musik.
wieder einer der Anstiege und das in der Hitze jetzt. Boah, die Brühe läuft. Die Suppe. Sind wir in Guxhagen, nicht Guxhaven, sondern Guxhagen. Ja. Die Kugelbarke steht hier nicht. Guxhagen. Was denn? Willst du ja nicht zum Edeka? Hier was ich brauche. Guxhagen. Allee hier. Wir befinden uns in Bückenwerra. Sehr abwechslungsreiche Strecke hier. Berge, am Wasser, viele Brücken, sehr schön zu fahren. Grebenau, 11 Kilometer noch bis Melsungen. Hörte Wagenfurt erreicht. Interessante Häuser hier. Und immer diese kleinen Huckel hier mittendrin. So, jetzt haben wir hier ein schattiges Plätzchen, ich sehe eine Hütte hier im Wald, eine Bank da hinten. Aber erstmal Pause an der Fulda hier. Ganz idyllisch. Fehlt nur noch der Biber am Rand. Aber da ist Biberzahn. Wie gesagt, der Radweg super ausgebaut, bester Asphalt überall fast. Kaum Straßen berührend, sehr schön.
Ja, die letzten 10 Kilometer für heute, dann haben wir mal wieder. Über 80 werden es, knappe 90. Lobenhausen. Fliesenschmoll. Das ist noch nicht unser Platz hier. Ja. Röhrenfurt. Damit erreichen wir Melsungen. Oh, jetzt sind wir in Melsungen. Uch, viel Fachwerk hier. Sehr schön am Markt hier. So, dann geht's da zum örtlichen Edeka. Die allabendlichen Einkäufe tätigen. Und dann auf dem Zeltplatz. Nun sind wir in Obermelsungen. Das ist der Campingplatz hier. Hier ist Klo. So, Nachtlager errichtet. Sonne senkt sich schon. Und die Linse ist verschmiert. So, waren 91 Kilometer heute. Ganz gute Strecke. Und wir sind jetzt hier hinter Obermelsungen auf einem Platz. Hier ist noch ein kleiner See. Ich zeige euch das mal. Hier das WC. Gebäude und Küchenzeugs. Und hier unten ist der kleine
See, Angelteich, was auch immer. Sehr schön gelegen hier. So, hier brutzelt unser Abendbrot. Schöne Würstchen, lecker. Mein ganzes Fett stinkt. Und hier mal ein kurzer Schwenk über den Platz. Der ist relativ groß, aber nicht so doll besucht. Wir haben ein ruhiges Eckchen gefunden. Es ist auch bald 8:30 jetzt. Die Sonne ist weg. Angenehme Temperaturen jetzt. Mückenmäßig hältst du dich hier oben drin? Also gar keine. Bis jetzt.